Ja, mein Name ist Jürgen Krieger. Ich bin in Kürze 62 und bin seit 42 Jahren in der Fischerei, ununterbrochen. Und habe immer noch meinen Spaß dabei. Ich war 10 Jahre auf größeren Trawlern unterwegs. Damals vom Fischkombinat Sassnitz aus noch. Von Südostafrika bis zur Grönlandsee habe ich so gut wie alle Fangplätze durch, die wir damals befischt haben. Und danach wurde eine Stelle in Dranske, in der Fischereigenossenschaft Dranske frei. Ja, die Wendezeit war sehr kompliziert. Wir haben die Genossenschaft noch bis 92 am Leben erhalten. Aber für die vielen Beschäftigten in der Fischverarbeitung, die da zusammengebrochen war, war keine Beschäftigung. Und die Leute wollten auch ihr Geld, was sie über die Jahre erwirtschaftet hatten und in die Genossenschaft gesteckt haben, raushaben. Das ist durchaus legitim. Die hat das nicht interessiert, ob die einen Arbeit haben und die anderen nicht. Die wollten sehen, die wollten ihr Geld eben haben. Und dadurch ist die Sache in Liquidation gegangen. Und danach haben wir uns als Fischer, wir haben da nicht eine Minute gezögert, selbstständig gemacht. Es ist zwar am Anfang sehr schwer gelaufen, aber es ging. Wir haben auch die harten Zeiten überbrückt. Jetzt bin ich selbstständiger Fischer seit 1992, ununterbrochen. Und der letzte in Dranske. Darauf lege ich Wert.